Ja, diesen Frieden, den wünsche ich uns allen, dass der neu über uns kommt heute Vormittag und dass er dich auch und mich in unserem Alltag begleitet. Ihr seht schon, es ist ein bisschen eine Sommerflaute da, darum bin ich ja auch heute in Doppelfunktion als Musiker und Prediger, aber das macht gar nichts. Vielen Dank dir, Verena, für die schöne Einleitung in den Gottesdienst. Und danke dir, Philipp, dass du die Technik begleitest. Und auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß an euch auf YouTube, die ihr das anschaut heute, den Gottesdienst. Und nachdem wir vielleicht jetzt ein bisschen Frieden gefunden haben, auch im Lobpreis, möchte ich euch zunächst einmal wieder aufrütteln und euch ein bisschen in Unfrieden sozusagen auch versetzen. Denn es gibt vielleicht ein paar hundert Leute auf der Welt, die haben einen außergewöhnlichen Job. Und der Job ist folgender. Sie finden heraus, was du magst, wie du denkst, wie du lebst. Sie finden heraus, wie sie dich am besten beeinflussen können. Und dann beeinflussen sie dich. Sie beeinflussen dein Kaufverhalten, sie beeinflussen, womit du Zeit verbringst, sie schaffen es, deine Aufmerksamkeit täglich ein paar Stunden zu binden, sie schaffen es zu beeinflussen, wie du denkst, wie du fühlst, wie du lebst, ja, sie schaffen es auch, deine Beziehung mit Gott zu beeinflussen. Das klingt ein wenig nach einem Science-Fiction-Film, so ein Raum gefüllt mit Top-Wissenschaftlern, die gesamte moderne Welt kontrollieren, heraus aus ihrem Kontrollraum. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht zu schnell oder zumindest nicht nachhaltig für Verschwörungstheorien zu gewinnen bin. Und wenn doch, dann predige ich zumindest nicht drüber. Aber was ich vorhin jetzt gerade gesagt habe, ist kein Film. Es ist keine Verschwörungstheorie, es ist aktuelle Wirklichkeit. Ich sage später noch mehr dazu. Ich lasse euch derweil noch bewusst ein bisschen im Unklaren. Nur so viel, wenn ich darüber nachdenke, was sind die wichtigsten, gravierenden Themen hier Thema ist. Und es hängt auch zusammen mit dem, was wir zurzeit in unserer Bibellese lesen. Dort lesen wir nämlich im zweiten Buch Könige. Wir sind da auch schon relativ weit über der Hälfte. Was würdet ihr sagen, ist das Hauptthema dieses Königebuches? In einem Satz. Woher kommt meine Hilfe? Woher kommt meine Hilfe? Ja. Dass alle Könige versagt haben. Dass alle Könige versagt haben. Mhm. Ja. Noch eine Zusammenfassung, eine Kurzzusammenfassung für alle, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Oder dass Gott der richtige König ist. Dass Gott der richtige König ist, ja. Mhm. Ja, okay, wenn es keine Stimmen aus dem Plenum mehr gibt, ihr könnt gerne noch was in den Chat reinschreiben vielleicht auf YouTube. Dann kann man das auch noch vorlesen, wenn es der Philipp lesen kann. Also ich habe jetzt mal als Zusammenfassung für die Königebücher und auch für die heutige Predigt den Titel gewählt: Gefahr für das erste Gebot. Auch eure natürlich Zusammenfassungen sind, finde ich, sehr treffend. Ich habe jetzt die Zusammenfassung gewählt, Gefahr für das erste Gebot. Weil wir sehen, dass die ganze Geschichte, dein Königbuch, eine Geschichte des Scheiterns ist, des Konzepts Königtum in Israel. Gott war da sowieso skeptisch von Anfang an, aber er ließ den Israeliten ihren Willen, weil sie unbedingt halt Könige haben wollten. Aber die meisten von denen waren schlecht. Die Könige, die hätten doch schauen sollen, dass das Gesetz im Land beachtet wird, das Gott ihnen gegeben hat. Ganz besonders das erste Gebot. Ich bin Jahwe. Ich bin JHWH. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Stattdessen haben viele von ihnen selber gegen dieses erste Gebot verstoßen und Götzendienst gemacht und auch noch das Volk mit reingedrängt in diesen Götzendienst. Und das schreit zum Himmel.
Und schließlich nach langer Zeit und Geduld lässt Gott es zu, dass sie von einem fremden Volk besiegt, gefangen genommen werden und verschleppt wurden. Und im Kapitel 17 lesen wir gewissermaßen ein Herzstück des Königebuchs, oder eigentlich beider Königebücher. Es ist eine Bewertung der Zeit der Könige in Israel. Das ist in Kapitel 17, die Verse 7 und 8, die ich euch jetzt vorlesen werde. Ihr wisst, was passiert ist, sie wurden verschleppt. Gott ließ es zu. Vers 7 und 8. So weit kam es, weil sich die Israeliten an dem Herrn, ihrem Gott, versündigt hatten. Er hatte sie aus Ägypten herausgeführt und aus der Gewalt des Pharao befreit. Aber sie folgten dem schlechten Beispiel ihrer Könige, verehrten fremde Götter und übernahmen die Gebräuche der Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte. Sie taten lauter Dinge, die den Herrn, ihren Gott, beleidigten. Ich stehe nun vor der Herausforderung, was sollen wir aus diesen Geschichten lernen? Wir haben gelesen, die Könige haben mehrheitlich das Volk zum Götzendienst verführt. Ist es jetzt unsere Aufforderung für uns heute, dass wir uns von unseren Politikern nicht zum Götzendienst verführen lassen sollen? Naja, in Österreich zumindest sind es ja gar nicht die Politiker, die so viel Macht über unseren Alltag hätten. Zustimmen auch von Willi, danke. Es gibt eine viel stärkere Macht, die sehr wohl das Potenzial hat, unseren Alltag zu bestimmen. Zu bestimmen, womit wir Zeit verbringen, zu bestimmen, was uns wichtig ist, wie wir denken. Und ja, diese Macht kann uns sehr wohl auch zum Götzendienst verführen. Wer ist es? Es sind die anfangs erwähnten Angestellten, deren Entscheidungen einen enormen direkten Einfluss auf den Alltag von uns Medienkonsumenten haben. Diese Angestellten sind äußerst hochbegabte, intelligente, äußerst hochbezahlte Leute. Sie arbeiten bei Google, bei Apple, bei Facebook und anderen Konzernen und sie werden bezahlt für einen Job. Deine Aufmerksamkeit zu bekommen, deine Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Und dabei verwenden sie die ausgeklügelsten Manipulationstechniken, die diese Welt momentan zu bieten hat. Und bevor ich ein paar Beispiele gebe, zuvor noch eines. Es gibt ein paar unter euch, die verwenden kein oder kaum Internet. Die werden mit diesen Beispielen wenig anfangen können. Und trotzdem ist es gut auch für euch, dass ihr wisst, welchen Kräften euer Umfeld ausgesetzt ist. Zum Beispiel eure Enkel vielleicht. Wenn ihr hingegen selbst frei sein solltet, es gibt noch ein paar Leute anscheinend in unserer Welt, die da relativ frei sind vom Einfluss der großen Internetriesen, dann habt ihr diese Probleme wahrscheinlich nur in abgeschwächter Form. Aber natürlich habt ihr die Probleme der potenziellen Manipulation trotzdem. Selbst wenn ihr nur ab und zu Zeitung lest oder im Radio hört. Viele von euch werden wissen, dass auch ein Radio genügen kann, um eine ganze Nation zu verführen und ganz übel zu manipulieren. Man denke nur an den sogenannten Volksempfänger, also das erste Radio in Deutschland, das massenweise produziert wurde. Und das wurde unter Hitler massiv gepusht und missbraucht. Es ist also nicht neu, dass das enorme Potenzial der Medien zum Bösen genutzt werden kann. Was ist jetzt neu? Neu ist diese bis ins Detail personalisierte Manipulation durch die Internetriesen. Sie sind schon lange in der Lage, auf deine Persönlichkeit, deine Interessen, deine Schwächen einzugehen und sie für sich nutzbar zu machen. Jetzt die Beispiele. 2017 wurde ein Dokument geleakt, also geleakt heißt, es wurde ein eigentlich nicht offizielles Dokument unfreiwillig öffentlich gemacht. Und dieses Dokument besagt Folgendes. Facebook ist in der Lage, den emotionalen Zustand des Nutzers zu bestimmen. Zum Beispiel verzweifelt, ängstlich, unsicher, etc. Und diese Information
nutzt Facebook, um gezielt Werbung zu platzieren und zum Beispiel einen Selbstwertboost durch dieses Produkt anzubieten. Das hat man zuerst in Australien und Neuseeland an 14-Jährigen hat man das herausgefunden. The Australian, diese Zeitung hat das veröffentlicht auf Anfrage, ob die das auch in anderen Ländern machen, ob die das auch mit anderen Zielgruppen machen, hat Facebook nicht geantwortet. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Daran anknüpfend ein anderes Beispiel. Schon 2012, fast 10 Jahre her, hat Facebook 600.000 Nutzer zu unfreiwilligen Versuchskaninchen gemacht. Gruppe A wurden vorwiegend positive Nachrichten angezeigt, Gruppe B eher negative. Die Stimmung übertrug sich auf die Nutzer. Beide Gruppen posteten danach entsprechende Nachrichten, die Rückschlüsse erlaubten, wie sie sich jetzt dann gefühlt haben als Antwort. Und wenn gar keine emotionalen Nachrichten angezeigt wurden, waren die Nutzer einfach weg. Das ist ja schlecht für Facebook. Die wollen ja die Nutzer möglichst lange Zeit auf den Plattformen halten. Das Experiment zeigte also, je mehr Emotionen geschürt werden durch die Social Media Plattformen, desto länger werden sie genutzt. Und emotionale Zustände eignen sich, wie vorher schon erwähnt, sehr gut für Gelegenheitskäufe. Dementsprechend wird dann die Werbung angezeigt. Anderes Beispiel, Snapchat nutzt gewisse Techniken, die ihre Nutzer dazu manipulieren, dass sie die Plattform jeden Tag nutzen müssen. Wenn sie es nicht tun, verlieren sie ihren hart erarbeiteten sozialen Status auf der Plattform. Ich nutze diese Plattformen zwar alle nicht, spreche da also als Jungfrau vom Kind, aber ich nutze YouTube. Bisher hat mich zwar auch YouTube noch zu keinem Kauf zwingen können, aber was YouTube schon oft geschafft hat mit mir, ist Folgendes. Erstens, mich enorm zu inspirieren durch spannende Inhalte. Das muss auch mal gesagt werden. Ich habe so viele ganz wichtige Dinge gelernt von YouTube-Videos und auch selbst ein paar YouTube-Videos veröffentlicht. YouTube kann ein großer Segen sein. Aber zweitens hat YouTube es auch geschafft, mir enorm viel Zeit zu stehlen. Es hat geschafft, meine Emotionen öfter negativ zu beeinflussen. Und es hat geschafft, was ein nicht zu unterschätzendes Risiko ist. YouTube weiß inzwischen sehr gut, was ich mag, weiß, was ich nicht mag, weiß, dass ich Christ bin, weiß wohl auch, wie ich so in etwa gesellschaftspolitisch ticke und schlägt mir dementsprechende Videos vor. Und das Problem dabei ist, ich schwimme dadurch zu sehr in einem Meinungssumpf, in einer Art Echokammer, in einer Blase, die meine eigenen Ansichten zu sehr bestätigt und zu sehr entgegengesetzte Meinungen abwertet, oft auch polemisch. Und so werden meine und unsere Ansichten unausgewogen. So geht uns die Dialogfähigkeit verloren. So werden wir selbst zu Polemikern, die gegnerische Meinungen verteufeln. Das ist ein Riesenproblem und ich merke das auch hier in unserer VM. Da gibt es Gräben, die echt nicht sein müssten. Und die hängen sehr stark mit der Mediennutzung zusammen. Für Medien ist es ja gut, wenn sie mich in meinem Sumpf schwimmen lassen. Da werde ich immer bestätigt, das gefällt mir, dort bleibe ich. Aber für mich ist das nicht so gut. Und auch nicht für die Gesellschaft und auch nicht für die VM. So, nach diesem Problemaufriss mit einigen Beispielen für ungesunde Mediennutzung möchte ich die Frage stellen, kann man aus dem Bibeltext, aus dem 2. Königebuch wirklich eine Predigt zur Mediennutzung ableiten? Ist das okay? Diese Frage habe ich mir viel in der Vorbereitung gestellt, denn ich finde es höchst problematisch, wenn Prediger es sich zur Angewohnheit machen, dass sie Bibeltexte nicht sauber auslegen. Wenn sie quasi ihre Anliegen und ihre Lieblingsthemen haben, dann benutzen sie den Bibeltext als Sprungbrett, als Stichwortlieferant für ihre Lieblingsthemen. Eine Gemeinde, die vorwiegend solche Predigten hört, die wird gewiss einseitig und unterernährt.
Aber mache ich das nicht selbst auch heute? Ja, also tatsächlich mache ich heute keine Vers-für-Vers-Bibelauslegung, so wie sonst meistens. Darum lässt sich, was ich sage, auch nicht in jedem Detail vom Bibeltext ableiten. Aber trotzdem glaube ich, dass man einige Analogien vom Bibeltext zum Umgang mit Medien ziehen kann. Also zunächst mal sind Medien neutral und können sogar ein großer Segen sein. Können Könige potenziell auch. Könige können gut sein. Und wir werden auch einen König haben. König Jesus wird ein guter König sein. Also das König ist nicht das Problem. Medien sind jetzt erst einmal auch neutral. Aber so wie die Könige in Israel können die Medien auch das Potenzial haben, dir sehr zu schaden. Ähnlich wie das mit dem Götzendienst in Israel passiert ist. Erstens können sie zu viel Kontrolle auf dich ausüben. Sie können dich ablenken von wesentlicheren Dingen. Und drittens, sie können dich nach und nach verführen, dass du letztendlich wirklich Götzendienst betreibst. Da werden vielleicht manche von euch sagen, okay, ja, Medien können mich tatsächlich ein Stück weit kontrollieren, gebe ich zu. Sie können mir viel Zeit stehlen, gebe ich zu. Aber Götzendienst, so schlimm ist die Sache dann vielleicht doch nicht. Okay, dann noch ein paar Beispiele. Die beziehen sich jetzt nicht nur auf Social Media Plattformen, sondern die sind auch im ganz normalen Fernseher zu finden. Zum Beispiel im italienischen Fernsehen. Meine Frau Katrin hat mir das erzählt, die hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Denise aus unserer Gemeinde wird sicher auch wissen, vielleicht hörst du zu. Ich glaube, unter der Amtszeit von Berlusconi war das. Da gab es eine seltsame Entwicklung. Berlusconi war ja ein großer Medientyp, Medienmogul auch. Und da sind dann plötzlich im normalen italienischen Fernsehen plötzlich immer so zwischendurch Frauen aufgetreten. Und diese Frauen, das ist vielleicht für uns Österreicher, die wir primär das österreichische Fernsehen kennen, etwas seltsam. Diese Frauen traten folgendermaßen auf. Sie sagten nichts, aber sie hatten auch nichts an oder kaum was. Ein Frauenbild also reduziert auf den Körper. Und die Körpermaße müssen natürlich genau den Kriterien entsprechen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Schönheitschirurgen in Italien gejubelt haben über diese Entwicklung. So muss eine Frau aussehen, wenn sie als schön gelten will. Und Italien ist inzwischen ganz weit vorn bei den chirurgischen Schönheits-OPs, aber das Problem gibt es natürlich überall, wo es Medien gibt. Diesen Schönheitskult, und ich muss sagen, diesem Schönheitsgott werden Unsummen an Geldern geopfert. Von der Schmink- und Kleidungsindustrie will ich jetzt gar nicht reden. Und ich bin mir sicher, dass dieser Schönheitsgötze auch schon viele Menschenleben am Gewissen hat. Selbstmorde oder zumindest Zerstörung des Selbstwerts etc. Das sind die Opfer dieses Götzen. Und dieser Schönheitsgötze hätte weniger Macht und Einfluss, würde er sich nicht der Medien bedienen. Kommen wir nun zu einem anderen Götzendienst, zu einem durch und durch biblischen Götzendienst, der Götzendienst der Habsucht. Um wie viel leichter wäre es, ein schönes, nettes, beschauliches, bescheidenes, glückliches Leben zu führen, wenn es keine Mächte gäbe, die mir einreden würden, dass ich noch dieses und jenes und was weiß ich noch alles brauchen würde, um glücklich zu sein. Und das geht viel über die Medien. Nun zu einem anderen Götzen. Götze Mensch. Mensch, der zum Götze werden kann. Wenn man da zum Beispiel gewisse Liebesfilme als Modell hernimmt für die eigenen Beziehungen. Abgesehen davon, dass die Liebesfilme oft sehr wenig mit unserer Lebensrealität zu tun haben, kommt es oft dazu, dass das Bild vermittelt wird, man muss den perfekten Partner finden. Dann wird auch meine Liebesbeziehung zu diesem Partner perfekt. Das stimmt erstmals nicht, denn eine gute Liebesbeziehung hängt auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie hart ich an mir selber arbeite, wie kritikfähig ich bin. Und zweitens wird in Filmen oft dieser vermeintlich perfekte Partner so sehr ins Zentrum gestellt. Und das nehmen sich viele zum Vorbild.
Ihr Lebensglück steht und fällt dann mit Ihrem Partner. Und der Partner steht im Zentrum Ihres Lebens und das ist ein Götze. So wichtig auch der Ehepartner ist und er soll nicht im Zentrum stehen, sonst wieder ein Götze. Ich habe nun die Probleme dargestellt und ich möchte nun aufzeigen, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen können. Dafür habe ich heute wieder mal einen Diskussionspartner eingeladen. Und zwar, viele von euch kennen ihn schon. Er trägt ein lila Kapperl, mein alter Ego. Na, liebes alter Ego, was meinst du zu der ganzen Geschichte? Also mir hat die Predigt nicht so gut gefallen, weil ich muss sagen, ich schaue irrsinnig gern YouTube. Und ich bin auch froh, dass ich da gute individuelle Vorschläge bekomme. Das ist eine positive Entwicklung, weil ich so treffsicherer, spannende Videos finde. Und ich schaue auch gern Filme und nutze diverse Medien zur Entspannung. Und ich habe das Gefühl, du willst mir alles wegnehmen. Na gut, erstmal danke für deine ehrliche Antwort. Erstmal geht es mir nicht darum, dass ich dir deine Entspannung wegnehmen will. Ich finde es nämlich extrem wichtig, dass du dich entspannst, dass du Freude hast, dass du Ruhe hast, Frieden. Das will dir Gott schenken, und zwar schon in diesem Leben, nicht erst im Himmelreich. Gott will uns primär nicht was wegnehmen, sondern er will uns ein Leben in Fülle geben. Na gut, also wenn du mir meine Lieblingsserie nicht wegnehmen willst, dann darfst du weiterreden. Dann bin ich diskussionswillig und bin gespannt, was deine Lösung ist. Die grundsätzliche Antwort auf das heute angesprochene Problem ist eigentlich sehr ähnlich wie das damals zur Zeit der Könige Israels. Und sie wird uns von Gott selbst gegeben. Und Gott sagt erstmals, ich bin JHWH, ich bin Jahwe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Okay, gut. Aber du hast vorhin so viel von Manipulation geredet. Könnte man nicht sagen, Gott will uns auch manipulieren? Duldet keine anderen Götter neben ihm und will massiv in unser Leben eingreifen. Noch massiver vielleicht als die Medien. Ich würde nicht sagen eingreifen, weil das klingt zu übergriffig. Und Jesus ist nicht übergriffig. Im Gegenteil, Jesus lädt zwar alle ein, ihm nachzufolgen, er wirbt um unser Herz durch seine Liebe, aber gleichzeitig macht er auch Anti-Werbung. Und warnt, wenn du mir nachfolgen willst, dann wird das echt teilweise ein schwerer Kampf. Keine Mogelpackung. Er warnt quasi vor dem Produktkauf. Und nochmal zurück zu seiner Liebe, die aufopfernd ist, dienstbereit ist und die bis zum Äußersten zum Tod am Kreuz geht. Das sind alles für mich schon Dinge, wo ich sage, das ist anders als alles andere, was ich so kenne. Jede Firma und jede andere Religion will mich für ihre Zwecke verwenden. Jesus ist da anders. Er will zuerst mal mir dienen. Die Pfeilrichtung geht von quasi oben nach unten, nicht von unten nach oben, dass ich zuerst was tun muss. Und weil er weiß, dass nur er so ist, im Gegensatz zu allen Götzen, sagt er das erste Gebot. Ich bin Jahwe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, das glaube ich eh auch. Ich glaube an den Gott Israels, ich glaube, dass er der Schöpfer ist. Ich glaube sogar an den Sohn Jesus Christus, durch den ich gerettet werden kann. Ja, das ist gut. Aber du kennst ja Jesus. Er reagiert nicht so gut drauf, wenn man einen Glaubenssatz runterratscht, vielleicht auch wirklich daran glaubt. Aber dann, wie man lebt, das spricht dann eine andere Sprache. Glaubst du, das ist so bei mir, dass ich nicht entsprechend lebe? Das weißt du selbst am besten, zum Beispiel, indem du dir die Frage stellst, womit verbringst du deine Freizeit? Ui, ui, ui. Ich sehe schon, unsere Unterhaltung wird stressig für mich. Immer hast du mir was vorzuwerfen. Ich glaube doch wirklich an Jesus und ich versuche doch wirklich auch gut zu leben. Na, das ist fein.
Jesus liebt dich aber sowieso nicht auf Basis deines guten Lebens. Dass er dich liebt und uns gerettet hat, darin will ich dich auch überhaupt gar nicht verunsichern. Aber du unterschätzt, glaube ich, zwei Dinge, so wie das fast jeder tut. Du unterschätzt erstens die enormen Kräfte dieser Welt, die dich von Gott ablenken wollen. Die gesammelte Intelligenz der Welt versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, dass du weißt, wogegen du ankämpfen musst. Und, ja. Okay, ja, das glaube ich, das ist Tatsache. Aber was ist jetzt das Zweite, was ich unterschätze? Das Zweite ist, du unterschätzt, wie sehr Gott dich will und wie sehr er dich ganz will. Er will im Zentrum deines Lebens stehen und du unterschätzt, wie wichtig es ihm ist, dass er mit dir Zeit verbringen kann. Und zwar nicht, um dich zu nerven, sondern weil du es selber auch brauchst. Okay, das wird schon stimmen, was du sagst. Aber worauf läuft das hinaus? Muss ich mich nach einem anstrengenden Tag auch noch hinknien, 2 Stunden Bibel lesen? Bist du dann zufrieden? Ist Gott dann zufrieden? Jesus weiß doch, wie hart ich arbeite und dass ich auch mal ein bisschen Entspannung brauche. Die brauchst du ohne Zweifel, vielleicht sogar noch mehr als bisher. Nochmal, ich will dir deine Entspannung nicht wegnehmen, sondern ich will dich einladen, dass du dich zusammen mit mir und anderen in der VM in eine Kultur hineinziehen lässt, die den lebendigen Gott als Zentrum hat und eine Kultur, die dir um so viel mehr gibt, als es deine Lieblingsserien je könnten. Weißt du, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du ein bisschen extrem bist. Ich meine, wir sind uns einig, Jesus ist wichtig, aber ich will kein extremes Leben führen. Was ich dir gesagt habe gerade, kommt dir extrem vor, weil du es nicht kennst. Der Normal, unter Anführungszeichen, ist der religiöse Österreicher, der einmal in der Woche in die Kirche geht und sich dabei zu Tode langweilt. Und vielleicht ist das auch in der VM bei dir so. Ich lese dir mal einen anderen Entwurf vor, und zwar aus Jerusalem, wie sie lebten in der ersten christlichen Gemeinde. Das mag zwar eine spezielle Situation gewesen sein, auch nicht 1:1 wiederholbar, aber was ich dir vorlese, kommt sicher dem nahe, wie sich Jesus unser Leben als Christ und als Gemeinde vorstellt. Apostelgeschichte 2, 42 und dann auch 46. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Was sagst du dazu? Also auf den ersten Blick sehe ich da noch nicht so den Kick dabei, aber andererseits ist auch von Jubel die Rede. Könnte also schon nett gewesen sein. Ja, das war so nett, dass da täglich Leute hinzugekommen sind. Die wollten unbedingt dabei sein, haben sich taufen lassen, haben zum Teil alles aufgegeben, was sie sich bisher aufgebaut hatten, nur um Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Okay, das war wohl attraktiv für viele. Aber wenn ich mir das so vorstelle, diese Gemeinschaft, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu stressig. Da gefällt es mir besser, wenn ich daheim sitze mit meinen Lieblingsserien oder mit meiner Online-Community-Zeit verbringe und chatte. Das verstehe ich, das ist gemütlich. YouTube will es dir gemütlich machen, indem YouTube dich in deiner Community der Gleichdenkenden hält. Das ist zwischendurch auch mal okay, aber du brauchst doch was anderes. Und ich weiß, es ist teilweise ungemütlich zu diskutieren mit Christen, die eine völlig andere Partei wählen als du. Oder die zu Corona eine ganz andere Einstellung haben. So zart. Mir wäre es selber auch viel lieber, wenn die Christen hinter VM alle einmütig dieselben politischen Einstellungen hätten wie ich. Denselben Zugang zu Umweltschutz, Corona etc. Aber dann sagt eine ganz, ganz leise, sehr, sehr leise, ganz, ganz leise Stimme in mir. Nein, du brauchst die anders denken. Die fordern dich heraus, Dinge zu überdenken. Sie fordern dich heraus, dass du sie liebst als Geschwister in Christus, auch wenn sie ganz anders sind. Na, das klingt wirklich ungemütlich.
Ja, zugegeben, aber das ist das Reich Gottes. Da ist nicht mehr Jude oder Grieche, arm oder reich, Sklave oder Freier, Wiener oder Zugraster, FPÖ-Wähler oder Grünwähler, sondern wir sind eins in Christus. Aber die Medienlandschaft, die du konsumierst, fördert dies nicht. YouTube schaut darauf, dass du in deiner Blase bleibst. YouTube schlägt dir die Videos vor, wo die gegnerische Sicht lächerlich gemacht wird. Medien verdienen mitunter ihr Geld damit zu polemisieren und gegeneinander aufzuhetzen. Und es ist sehr schwer, sich dem zu entziehen als Mediennutzer. Okay, wie entziehe ich mich dem? Soll ich mein Smartphone öfter ausschalten und mehr in die Gemeinde gehen? Du, das Smartphone an sich ist nicht so schlimm. Nutze es doch für all die Sachen, von denen die Apostelgeschichte spricht. Wie jetzt? Wie soll das gehen? Na, es heißt zum Beispiel, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wir haben die Lehre der Apostel gut aufgeschrieben. Die Bibel ist die Lehre der Apostel. Lies doch mit uns in unser Bibelleseplan und trete einer von den beiden Signalgruppen hier in der Volksmission bei. Und dann kannst du über dein Smartphone ein wenig Austausch haben über die Lehre der Apostel. Ach, na gut, ich überlege es mir. Aber das sind manchmal auch so nervige Kommentare und so. Ja, da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Gut. Ja. Oder mach persönliche Bibellese oder trete diesen Signalgruppen bei. Und da heißt es auch, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und auch im Gebet heißt es. Und auch für Gebet kannst du dein Smartphone nutzen. Wenn du Gebet brauchst oder mit jemandem beten willst, da rufst du zum Beispiel Christina an. Sie betet für dich. Sie hat diesen Dienst hier in der Volksmission, macht das wunderbar und es ist so wichtig. Ja gut, gib mir mal nachher ihre Nummer. Ja gern, das mache ich. Also dein Smartphone ist nicht böse. Medien sind nicht automatisch böse. Aber du musst sie halt wirklich weise nutzen, sodass sie dich zu Gott bringen und nicht von ihm ablenken. Gut, jetzt zum Schluss wende ich mich nochmal ab von meinem alter Ego und wende mich an euch, liebe Volksmission. Wir beschäftigen uns in unserem Bibelleseplan in diesen Tagen mit dem zweiten Buch Könige und wir sehen darin, wie mächtig die Kräfte sind, die uns von dem einzig wahren Gott ablenken. Und das war damals so und das ist heute wahrscheinlich sogar noch mehr so. Gefahr für das erste Gebot, so lautet meine Überschrift heute. Aber in der Apostelgeschichte haben wir das Modell, wie es gelingt, sein Leben auf Gott zu fokussieren und den ungeheuerlichen Ablenkungskräften zu widerstehen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen der Brote und in den Gebeten und mit Jubel. So eine Kultur habe ich für die VM vor Augen. Und ich danke euch, weil viele von euch mit viel Liebe und mit viel Mühe diese Kultur fördern. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind wirklich auf dem Weg. Essenseinladungen, Brennpunkt Bibel, offene Kirche, Gebetsdienst, Hauskreise, die Essensvorbereitungen für das Buffet, immer nach der VM. Ich glaube, das ist genau das, was da in der Apostelgeschichte gemeint wird. Und in all diesen Dingen leistet ihr einen entscheidenden Beitrag, dass wir Gemeinschaft leben mit Jesus im Zentrum. Gemeinschaft, die uns zu Gott führt und nicht von Gott ablenkt. Stressig manchmal, ja, unangenehm manchmal, herausfordernd, aber ja, es ist gut und führt uns zu Gott und nicht von Gott weg. Was sollen wir nun ganz konkret machen? Zwei Punkte. Erstens. Sei ab jetzt noch sensibler, was die Mediennutzung mit dir macht. Sprich auch mit jemandem über deinen Medienkonsum und lass, wenn nötig, für dich beten. Ich habe das selbst eine Zeit lang machen lassen, weil ich selber Probleme damit hatte. Zweitens, wenn du den Eindruck hast, dass dich deine Mediennutzung zumindest teilweise von Gott ablenkt, dann mach einen Schritt. Sag, ich verbringe ab jetzt 2 Stunden pro Woche weniger bei meinen Filmen, Social Media, Fernschauen. Und diese 2 Stunden nutze ich, um mit einem Bruder oder einer Schwester zu essen.
Oder gemeinsam mit ihr einen christlichen Film anschauen, von mir aus auch. Einen, der dich zu Gott bringt und nicht von ihm ablenkt. Oder zu unserem Brennpunkt Bibel zu kommen, oder was es auch sei, damit mein Leben und das Gemeindeleben immer ähnlicher wird diesem biblischen Bild. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Amen.